zu dem heutigen Video. Wir haben leider das Ganze verkackt und mussten nochmal neu aufnehmen. Ich sage euch, was die, Love oder wie die heißt, gesagt hat. Sie hat gesagt, das Ganze anzunehmen, muss in eine Gruppe gehen und sucht ihr noch neue Freunde und so. Ja, wir fangen jetzt direkt an. Das ist mal, wissen wir auch ein bisschen was über das Scannen. Und Kata startet direkt ab. Aber ich habe ja auch den Nachteil, dass mein Pferd ein Urpferd ist und hat keine Werte am Anfang gehabt, als ich es gekauft habe. Und ein Friese. Ich bin ja gestern, durfte ich ja auf ihrem Account das Zinotal erkunden. Und ein Friese ist richtig cool. Wann kaufst du dir denn einen? Wahrscheinlich als nächstes oder so. Yeah. Und kannst wenn ich mal, wenn ich mal da keinen zusammen habe, dann... kaufen wir zusammen den Lippi, okay? Okay. Weil meine Mama gesagt, ich bekomme nächsten Tag ins Wochenende als Geburtstagsgeschenk sozusagen Starcoin. Wo bist denn du schon? Ich bin jetzt in der Stadt. Na, ich bin jetzt am Tor, aber bei mir backt es so richtig gerade. Beim ersten Video hat es gar nicht... Mein Pferd kann... Oh, mein Pferd hat sich einfach gar nicht von der Stelle bewegt. Mein Pferd ist einfach gerade in die völlig falsche Richtung geritten, weil sie so leckt. Ach, mein Pferd, was es will. Oh ja, es leckt so hart. Aber bei mir leckt es ja noch mehr. Ich nehme Video auf. Stell dir das mal vor, wie es leckt, wenn du ein Video aufnimmst. Für die Zuschauer leckt es jetzt nicht, aber für mich leckt es. Ja. Okay, wo bist denn du schon? Ich bin jetzt bei der Treppe hoch. Das Scannen sieht aber lang aus, finde ich jetzt zumindest. Hier gleich habe ich gefällt unten. Scheiße. Oh mein Gott, du musst über diese Brücke dort reiten, in den Turm. Ja. Okay. Leute, ich muss mit euch irgendwas reden. Ich muss mit meinen Zuschauern reden. Achso, Marie ist auch am Telefon. Hier habe ich gefailt. Mit einer Freundin von mir. Was? Ich mache gerade Rennen mit einer Freundin, Valerin. Okay, also ich muss jetzt auch irgendwas sagen zu meinen Zuschauern. Also, ich muss erst nochmal was über meine Familie in Star Stable erklären. Falls ihr es noch nicht wisst, nämlich Saskia ist meine Schwester mit Leila. Das sind meine, also wir sind insgesamt so Drillinge. Und mein Gott, mir gar nicht gefällt bei dem Rennen. Außer jetzt. Also was kann ich jetzt noch sagen? Achso, ja, die sind meine Schwestern. Mandy ist meine kleine Schwester. Elaine war eigentlich unsere Zwillingsschwester. Eigentlich war dann Saskia unsere große Schwester, aber da das ja nicht mehr ging. Oh scheiße, wo ich gespawnt habe. Das packe ich niemals. Ich habe außerhalb des Stalls gespawnt, habe noch 8 Sekunden. Egal, wenn ich es nicht packe, ich wiederhole es nicht, weil es ist ja jetzt der Schluss eh schon. Egal, ich wiederhole es nicht. Ist mir scheißegal, ich habe es gar nicht gepackt, aber ist so gut. Ja, und jetzt lasse ich mich abholen, dass wir bei dem Schneider die Quests anfangen können, die ja auch von Valentinstag kommen. Ja, aber ich muss mit Lauf sprechen. Und du auch. Nee, man muss mit Donald anfangen, mit dem Schneider. Nein, mit Lauf sprechen, ein Herz zu sammeln. Ach so, okay, ja gut, wie lange geht das Video jetzt schon, das zweite? Ich denke mal 4 Minuten, wie das andere, wegen dem Rennen. 4-5 Minuten. Ja, auf jeden Fall fangen wir mit den Quests hier noch an, weil es wäre langweilig, ein einziges Rennen. Es geht ja vielleicht 4 Minuten oder so, weil das Rennen ist halt länger. Und, ja, ich denke 4 Minuten. Joa. Ja, doch 32 könnte möglich sein. Also bist du auch gleich bei Donald? Oder wir müssen doch bei... Dass ich Level Up werde. Schon vergessen. Ach so, okay, ja. Saskia ist ein Level Up und kein Stino-Teil. Das ist so cool, Leute. Ich dürfte bei ihrem Account on und ich kann euch was darüber erzählen. Es ist... Ich weiß, die meisten von euch können dort schon hin, außer weil sie neue Star Stable spielen. Aber du kannst dort einfach dieser Schnee und dieser Nebel ist so cool. Und dann war ich dort am Aschetal und bin dann 100 mal abgerutscht und musste mich dann abholen lassen und mal neu gehen. Und der Friese von ihr ist so cool. Ist voll cool, auf den zu reiten, so. Und was könnte ich noch sagen?
Ja, es war einfach so cool, dieses Dino-Tal. Und ja, hier sind überall diese Herzen. Okay, also Leute, also ich mag jetzt mal mit Saskia und Marie, ich sag denen kurz was. Leute, also ich kann jetzt im Video, soll ich nicht mehr so viel mit euch reden, sondern eher mit den Zuschauern oder wir reden was für die Zuschauer. Okay, ja. Und jetzt lesen wir bei Donald, was er zu sagen, also ich lese bei Donald, was er zu sagen hat. Hallo Anna, wie geht's? Hast du gemerkt, wie aufgeregt die Leute im Dorf sind? Alle freuen sich schon auf Valentinstag. Ich würde mich ja auch freuen, wenn ich nicht so gestresst wäre und so viel zu tun hätte. Danke, dass du fragst, Anna, aber ich weiß wirklich nicht, wie du mir helfen könntest. Ich habe jede Menge Bestellungen bekommen, jetzt wo der Valentinstag vor der Tür steht. Die Leute möchten hübsche Kleider für ein Date oder Stoffherzen als Geschenke und ich weiß nicht mehr, wohin vor lauter Arbeit. Eigentlich war alles in Ordnung. Ich habe eine Übersicht über alle Bestellungen gemacht. Gemeinsam mit dem Namen und Adressen aller Kunden. Auf einem anderen Zettel habe ich mir dann notiert, wer was von mir bestellt hat. Aber alles umsonst. Nach dem Frühstück heute habe ich einen kleinen Spaziergang auf Steve's Farm gemacht. Ein bisschen frische Luft geschnappt vor der Arbeit. Aber als ich nach Hause kam, konnte ich weder meine Übersicht noch meine Notizen finden. Ob ich sie mit auf meinen Spaziergang genommen habe, das glaube ich nicht. Du meinst, du kannst eine Runde auf Steve's Farm reiten und nachsehen, ob du das findest? Ich glaube kaum, dass du etwas finden wirst. Aber danke, dass du es versuchen willst. Ja, bitte, lieber Donald, wie ich so gern sage. Ich wollte sagen. Achso, ja. Ah, das ist deine Schwester, ist hier die Henriette, die Lisa, die ist Lisa-Lein. Noch so 5 Minuten oder so. Ja, ich weiß gerade nicht, wie lange das Video geht. Also ich sag mal noch 5 Minuten. Weil wir müssen hier diesen Brief suchen. Ach Mann, wo ist dieser Brief? Nicht spoilern, wo der Brief ist, sonst hasse ich euch. Ja gut. Okay, gut. Okay, Als komm. der Star, wenn du bei Steve in Nicht Abo spoilern. gehst, Ich habe gesagt, nicht spoilern. Ich habe gesagt, nicht spoilern. Ich habe gesagt, nicht spoilern. Ich habe gesagt, nicht. Ach Mann, Mann, Mann. Okay. La 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 la. Okay. Du findest einen Zettel. Okay, ich habe ihn jetzt eh gefunden, ohne deine Hilfe, weil ich die ganze Zeit hier geblabbert habe. Irgendwas wollte ich euch sagen. Ich muss mit den Zuschauern gehen, also. Ach so, ja. Als nächstes werde ich mir wahrscheinlich ja eher einen Friesen holen und dann den Lippi mit Saskia. Oder wenn halt erst der Lippi und dann der. Wie nennen wir es nochmal? Friese. Oh, ich bin so unschlau im Namen. Ja. Ja. Donald, was hast du zu sagen? Hallo. Du sagst, du hast etwas gefunden. Darf ich mal sehen? Das ist meine Übersicht. Hast du meine Notizen auch gefunden? Leider nicht, Donald. Aber was sollen wir jetzt für dich machen? Man darf sich nicht zu viel erwarten. Es war gut, dass du meine Übersicht gefunden hast. Aber was hilft sie mir ohne meine Notizen? Alles, was ich nun weiß, wer bestellt hat, aber nicht was. Entschuldige, was sagst du, Anna? Du sagst, du reitest los und fragst, wer was bestellt hat? Oh, vielen Dank. Lieb von dir, dass du das machen willst. Aber entweder die Leute sind nicht zu Hause oder sie werden sauer, weil wir sie nochmal fragen, was sie bestellt haben und wollen keine Antwort geben. Ja, du hast recht, Anna. Reite los und frage. Hilft es nicht, schadet es nicht. Leih dir meinen Block und meinen Stift. Dann kannst du aufschreiben, was die Leute bestellt haben. Okay, also es sind alles jetzt nur Leute in Silverglade oder wie? Ja, Sehr schlau. die sagen nur, ja, ich habe bestellt, Punkt, Punkt, Punkt. Ach, Mama, man muss den dummen Zettel benutzen und einen Stift. Okay, was hast du denn bestellt, lieber Felix? Meine Bestellung, ja, ich habe bestellt. Punkt, Punkt, Punkt. Der Ratsmann hat vielleicht auch was bestellt. Ja, okay, gut. Ja, und danach kommt ja wieder Zirkus wieder an. Und dann müssen wir wahrscheinlich Taxi P ha Spoiler. Ja, ich habe bestellt. Meine Bestellung? Ja, ich habe bestellt. Oh mein Gott, was sagen die du? Die Tierärztin hat auch was bestellt. Nee, schade. Ich muss jetzt erstmal suchen, wer was bestellt hat. Ich glaube, der Harold hat bestimmt was bestellt. Bestimmt. Ja, ne, Saskia hat schon Zirkus fertig, wie viel die auch questet. Und ich habe hier meinen zweiten Account, ich kann nicht auch verraten, wie er heißt im Video extra. Er heißt Shyla Nightport. Shyla
Nightport. Okay, gut, ich weil... Ich muss euch sagen, was in meinem Club ist. Muhaha. Ja, komm, wir alle in den Club von mir. Ja. Meine Bestellung? Ja, ich habe bestellt. Und weil ich es euch ja gesagt habe, ist ja klar, dass mein zweiter Account ist. Also, wie könnte ich nur lügen? Das geht gar nicht. Ja, aber ich habe ja in dem letzten Update-Video gefragt, ob ich Server wechseln soll. Und ich frage es jetzt auch nochmal am Samstag. Soll ich Server wechseln? Dann will ich ihn jetzt gerade mit meinem zweiten Account noch wechseln. Dann ist halt das Club out. Aber ich habe nichts gesagt. Ich muss dann hier jetzt weitermachen. Und wenn ich dann abgegeben habe, dann hören wir auch auf. Okay, hallo. Du bist im Weg, okay. Oh, vielen Dank. Du hast alles erwischt. Das hätte ich mir niemals gedacht. Okay, lieber Donald. Aber wir helfen dir dann morgen weiter. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.